Hey Leute, David von iDesignish hier und zwar mit einem kleinen neuen Anfänger-Tutorial und zwar, wie ihr passend zum Thema so ein Virus erstellen könnt, beziehungsweise Viren. Als erstes möchte ich mich aber echt bedanken bei euch und zwar für die ganzen neuen Abos, die ich bekommen habe. Sind zwar, hören sich nicht viel an, aber für mich, ich freue mich echt ein cooler Keks, weil gefühlt ein halbes Jahr oder ein Jahr lang war es immer gleich bleiben, beziehungsweise tendenziell eher Abos verloren. Und jetzt geht es ein bisschen aufwärts und deswegen echt vielen Dank an euch. Und ich meine, wenn ihr meine Tutorials feiert oder meine generellen Videos, würde ich mich freuen, einfach die zu teilen, wenn ihr die teilen würdet oder halt mir ein Abo da lassen würdet. Da die meisten Zuschauer nicht Abonnenten sind. Deswegen, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und deswegen fangen wir jetzt mal an. Und zwar, wir machen uns erstmal eine kleine Kugel. Und zwar, dann wollen wir uns natürlich die Polygone anzeigen lassen. Deswegen gehen wir auf Darstellungen, auf Grout Shade, Shading Linien. Dann haben wir die Linien hier. Dann drücken wir C, um das Ganze editierbar zu machen. Dann nehmen wir unser Polygon-Werkzeug und markieren uns erstmal Punkte. Also da, wo die Tentakeln quasi rauskommen sollen. Deswegen machen wir zum Beispiel hier. Dann halten wir STRG gedrückt. Halten wir Shift gedrückt. Und markieren uns einfach nochmal random. Ups, das war 2. Random einfach. Noch um andere Stellen. Machen wir hier. Dann drehen wir uns das Ding. Dann machen wir hier ein paar. Dann hier in der Mitte, dann da noch, dann hier unten, dann da, dann hier, hier, und dann hier. Und ja, dann machen wir hier noch ein paar, machen wir da, da, da und da und hier. So, dann können wir im Endeffekt auch das extrudieren, aber wir nehmen uns hier bei MoGraph, nehmen wir uns unser MoExtrude, im Endeffekt ist es dasselbe, und zwar packen MoExtrude hier runter, dann sehen wir, also die ganzen Polygone werden extrudiert, aber wollen wir nicht haben, deswegen wir gehen auf die Kugel. Gehen erstmal auf Selektion, dann wollen wir die Selektion erstmal einfrieren. Das heißt, dass wenn wir jetzt beispielsweise einfach was anderes selektieren, klicken wir Doppelklick und haben halt die ganzen Polygone wieder selektiert. Deswegen gehen wir auf Mo Extrude und wie gesagt, momentan ist alles extrudiert. Dann haben wir hier Polygon Selektion. Da ziehen wir einfach per Drag and Drop unsere Auswahl rein. Und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier nur unsere Dinger selektiert. So, und jetzt können wir natürlich beispielsweise die Schnitte natürlich anpassen, wenn wir die jetzt nach oben stellen oder unten, je nachdem. Und dann können wir hier, wenn ihr hier auf Transformation geht, könnt ihr hier noch verschiedene Einstellungen unternehmen, also wie ihr halt das genau extrudiert haben wollt. Beispielsweise hier jetzt zur Seite hin, wenn wir das haben wollen. Dann hier nach oben. Ist auch ganz cool, wenn ihr so eine Qualle oder sowas. So als Idee. Und dann natürlich dementsprechend länger. Und hier, das ist ganz, also was ist wichtig, aber hier könnt ihr entscheiden, okay, wollen wir die breit haben oder länglicher. Das heißt, wir tendieren dazu, spitz zu werden. Deswegen, dann machen wir die drei, na okay, lass mal, das machen wir hier, die zwei. Und dann nehmen wir uns unser Hypernurb, also unser Werkzeug hier auf Subdivision Surface und packen die Kugel hier rein. Und wie wir sehen können, haben wir sowas hier, so einen spikigen Spiking-Ball.
Und damit es besser aussieht, gehen wir hier rechte Maustaste und gehen auf Matrix-Extrude. Das heißt, der extrudiert es einfach so geschwungen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in Mitte draufdrückt, also linke Maustaste und es dann nach oben und unten zieht, seht ihr, dass er halt so Tentakeln rauswirft. Das finde ich ganz cool. Ja, sieht sehr basic aus und das würde ich jetzt mal zum einen als Virus, also als richtigen, tödlichen Virus interpretieren. Genau, so, jetzt könnt ihr, also im Endeffekt war es halt mit den Modell-Virus quasi. Das heißt, ihr könnt jetzt halt natürlich noch verschiedene. Lightrooms und halt Lightnings, Texturen machen. Das andere, was ich euch noch zeigen will, und zwar, um halt passend zum Thema des Coronavirus zu erstellen, weil das hat ja so Trompeten. Das heißt, dann gehen wir auf, also STRGZ, machen das alles rückgängig. Und zwar, damit wir halt das, ja, diesen Matrix weggemacht haben. Dann nehmen wir mal die Kugel noch mal ganz kurz raus aus dem Hypernerve. Und gehen ja auf Extrude. Und passen uns das erstmal an, dass es ein bisschen spitzer wird. So, jetzt wollen wir dem Ganzen einen Effektor hinzugeben. Deswegen haben wir diesen Extrude-Nerve genommen. Also nicht diesen Nerve, sondern diesen Extrude. Weil mit normalen Extrude können wir keine Effektoren hinzufügen. Deswegen, wohl machen wir doch ein bisschen breiter, sorry. Ja, ich denke, so ist okay. Also können wir halt anpassen nochmal, weil es ist ja so ein bisschen, ja, wird ein bisschen dicker. Deswegen, wir nehmen unseren Moore-Extrude und gehen auf ja, Moore-Graph-Effektoren und gehen auf Schritt. Das heißt, wir können jetzt wählen, also seht ihr halt, es hat schon so eine gebogene Form hier. Das ist genau, was wir haben wollen. Deswegen hier mit diesem Spline-Graph könnt ihr das anpassen. Aber deswegen zeige ich euch erstmal ganz kurz nochmal. So, genau. Also, okay, habt hier euren Standardschnitt und habt ihr erstmal so ein bisschen Kuddelmuddel. Dann geht ihr erstmal bei Parameter auf Skalieren. Das heißt, ihr könnt es ein bisschen runterskalieren, einfach diese Dinger hier. Und dann gehen wir hier, wo hatten wir das? Auf Effektor. Und damit haben wir halt unser Spline-Graph. Und können halt mit einem Spline Graph einfach diverse Einstellungen also machen. Na, da war die Selektion doch ein bisschen klein. Ja, okay, 0,03. Ja, okay, dann machen wir die doch ein bisschen größer. Ja, eins ist ein bisschen krass, aber okay, versuchen wir mal. Dann gehen wir auf Effektoren. Das heißt, wenn ihr. Also die Kurve zeigt halt an eure Dynamik. Das heißt, wenn ihr beispielsweise oben den Parameter hier verschiebt, dann seht ihr, oben wird es dementsprechend ein bisschen dicker oder nicht dicker. Und wenn ihr unten dieses Ding nehmt, könnt ihr halt entscheiden, wo wird es, ab welchem Zeitpunkt wird es dann dünn oder dick. Deswegen machen wir das ungefähr so, dass wir halt diese dicken, so einen Trompetenartig haben. Und dann gucken wir mal, wie es auch so sieht. Wir gehen mal im Moore Extrude nochmal ganz kurz. Gebe unsere Transformation und machen das doch ein bisschen kleiner. Ich denke, so ist gut. Alles auf 1. Dann nehmen wir unsere Kugel, machen die wieder in den Surface mit rein. Ah, okay, doch, müssen wir ein bisschen größer machen. Jetzt seht ihr halt, gibt es schon ein bisschen Hörner, also so ein bisschen quasi Trompeten. Dann können wir das aber trotzdem halt noch ein bisschen switchen, also noch ein bisschen ändern. Ja, 0,14. Ja, okay, so ist in Ordnung. Gehen wir auf unseren Schnitt. Und, ja. Und können das hier nochmal ein bisschen bearbeiten. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Na.
Je nachdem, wie weit die Kurve halt ist, wie eng seht ihr halt, fängt es an, sich dünner zu werden. Ich denke, so in der Mitte ist in Ordnung, aber trotzdem, es gefällt mir noch nicht. Deswegen machen wir das noch ein bisschen kleiner. Ja, so ist eigentlich doch, würde ich sagen, okay. Also, ja, das ist ein bisschen zu. Ja, das ist einfach zu klein. Also ja, genau. Ihr könnt es dann auch ein bisschen rumspielen, wie ihr wollt, aber im Endeffekt ist es halt, das heißt, mit diesem Schritt-Effektor könnt ihr halt Einstellungen übernehmen, wie das halt aussieht. Dass es halt dicker wird und dünner abgeflacht wird. Und jetzt könnt ihr halt noch, wie gesagt, Texturen hinzufügen. Dann sieht es im Endeffekt zum Beispiel so aus. Dann, ja, deswegen. Könnt ihr halt einfach rumspielen ein bisschen. Wenn euch gefallen hat, also es war es im Endeffekt wieder, also war jetzt nicht so lang. Wenn euch das Ding gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Könnt ihr auch gerne teilen das Video und ja, ansonsten hoffe ich, bleibt gesund, Leute. Und ich hoffe, dass Deutschland eskaliert nicht so doll, die Situation gerade. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Und wenn ihr Wünsche habt für Tutorials, würde ich mich mal freuen. Schickt mir nochmal irgendwelche Ideen, also was ihr haben wollt. Ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Ciao.